Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic mit unserer Soldatin. So, wir sollen hier diesen Kadern finden. Und da werden wir uns jetzt in den nächsten Bereich. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Zu dem nächsten Bereich aufmachen. So, gibt es irgendwas Neues? Ja, es gibt was Neues. Guck mal hier, ich habe ihn schon auf 20. Das ist ja nicht so einfach mit den ganzen Gefährtengeschenken hier. Du, Christoph Odessen, die neuen, die dabei, neu dabei sind, Odessen ist ein Planet, der kommt irgendwann sehr, sehr spät. Das ist schon wieder ein ganz anderer Handlungsstrang, aber da gibt es einen Händler, der verkauft güldene Gefährtengeschenke. Aber die Dinger kosten 250.000 Credits. Ich hab den mal für 10 geholt. Also für 2,5 Millionen Credits mal die Fährtengeschenke geholt. Ich muss mal sehen, dass ich jetzt so nach und nach mal hier irgendwie mal das mache. Dass ich das da irgendwie. Geld farme. Man kriegt, glaube ich, wenn man alle Heldenmissionen macht, eine ganze Menge Kohle zusammen. Erwischt. So, da geht noch was dabei. Ja, der hat was dabei, aber ich krieg den jetzt gerade nicht gegriffen. Doch, hier. Da kriegen wir doch die Griffen. Da kriegen wir doch hin. So, wir werden uns mal auf Moped setzen und wir gucken mal. Wir müssen da. Ach du Scheiße, wir müssen da ganz nach unten. Fahren wir denn lang? Hier links. So, immer hier lang. Und dann da vorne rechts rum. Der nächste rechts hier. Da so durch. Hier ist ein Heldenbereich. Hier links. Ich glaube, die Aufgabe hier dafür ist hier drüben, möchte ich sagen, oder? War hier nicht irgendwie da heldenmäßig hier unterwegs? Ich weiß es ja nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, Heldenmissionen kann man, wenn ihr zum galaktischen Markt portet, nee, hier, Senatsplatz, dann einfach wieder nach oben gehen. Ich glaube, innen drinne müsste das sein, direkt wenn man wieder rein geht in den Raumhafen. Da ist der Terminal für. Okay. Auf die Beine und in die Schlacht. Sehr gut. Wir tun Soldatendinge. All diese Docks und Verladegeräte. Was führen die Justikare im Schilde? Meister Jorgen, wir werden das vielleicht herausfinden. So, auf jeden Fall sind sie schlechte Kämpfer. Auf jeden Fall sind sie schlechte Kämpfer. So, wir versuchen mal hier nicht gegen jeden und gegen alles zu kämpfen. Wir werden mal ein bisschen Spießrutenlauf betätigen. Wir müssen da hinten durch. Keine Leute hier vor. Okay, hier ist jemand unterwegs. Der ist hier. Oh, 50 Leute sind hier auf Coruscant. Kaum wird belagert, sind welche. 2 Leute. Naja, gut, es gibt hier aber auch, ich sag mal. Festungen. Das sieht aus wie eine richtige Militärbasis. Nicht wie irgendein Bürgerwehrversteck. Ich bleib mal jetzt mit dem unterwegs hier. Der hat ein bisschen was zu erzählen hier. Ich bin gerade auf den Namen nicht gekommen. Mit der Festung. Und die zählen da auch hin. Also man sieht nicht, wie viel. Sieht man hier, was für eine Karte? Gibt bloß eine Karte, okay.
Und hier, warte mal, habe ich überhaupt. Warte mal. Titel wählen, Vermächtnisname anzählen. Was haben wir denn eigentlich? Sergeant, Leutnant. Legendärer Status können wir auch noch machen. Und das war's. Leutnant Kodo. Das ist gut. Das ist gut. So. Ohne die Justikare wäre das eigentlich ein ganz hübscher Stadtteil. Sicher? Ja, müsste man aber ein bisschen was machen hier, wa? Wenn man das hier mal ein bisschen in Ordnung schaffen will. So, wo müssen wir denn lang? Müssen wir geradeaus durch? Wir müssen ja irgendwie geradeaus durch. Versuchen wir mal hier lang zu kommen, ohne dass er hier irgendwie... Natürlich! Fick doch deine Mutter, Alter. Ja, das haben wir jetzt ganz alleine gemacht, weil der wieder nicht in der Lage war. Der muss sich ja irgendwo ausruhen da. Ach, leck mich doch. Ich hab ja nicht so spät gesehen. Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen, hört? Hallo? Eigentlich hier irgendwo fest, Leute. Alter, hattet ihr ja nicht gezählt gerade? Hier, fickt eure... Hast du nicht gesehen? So, wir müssen... noch einmal da durch. Los, hoch! Stufe 13! Sehr gut! Das freut mich ja. So. Bitte mal alle stramm stehen. Chaos-Truppe ist hier. Ob denen nur fällt, dass wir eine neue Rüstung haben? So, Soldatenphase. Na dann mal rennen in die gute Stube. Jetzt hört mal zu, Kardan. Dass ich euch geholfen habe, hat meine Operation schon genug gefährdet. Ihr tut jetzt, was ich sage, sonst... Sonst was, Captain? Ich bin keine von euren hirnlosen Drohnen. Dieser Teil der Operation ist meiner und damit basta. Ich lasse mich nicht so... Eindringlinge! Legt die Blaster auf den Boden, Soldaten! Aber schön langsam! Ja, aber mit Sicherheit. Wenn ihr nicht sterben wollt, solltet ihr euren eigenen Rat befolgen. Es ist vorbei, Kardan. Ihr, die Imperialen, Tavus, ihr seid alle erledigt. Kommt nicht in Frage, Soldat! Jetzt lasst die Waffe fallen, bevor... Ein Chaosabzeichen? Ist das ein Witz? Nein, nein. Ihr seid der neue Rekrut, von dem Tavus sprach. Ihr habt überlebt. Das überrascht mich wenig. Im Chaos-Trupp waren stets nur die Besten. Ergebt euch, dann wird es viel leichter für euch werden. Eins muss ich euch lassen. Ihr seid hartnäckig. Ich bin beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass die Alte mir so schnell jemanden auf den Hals setzt. Gaza hat offenbar in all den Jahren nicht nachgelassen. Worauf wartet ihr, Kardan? Macht den Welpen kalt!
Oder fehlt es euch etwa an Entschlossenheit, für das Imperium zu kämpfen? Meine Loyalität gilt Tavus, nicht eurem Imperium oder sonst jemanden. Wenn ihr den Soldaten tot sehen wollt, kümmert euch selbst drum. Ich töte keine guten Soldaten. Ich gehe jetzt in die Hüttenstadt und sehe nach, ob alles bereit ist. Hier geht niemand weg. Tut euch selbst einen Gefallen und sterbt schnell, Soldat, bevor ihr noch tiefer in den Schlamassel rutscht. Ach, immer dieses Hin und Her. Feuer eröffnen! Erwischt! Alter, Leute! Kommt herein, Lieutenant. Bilde ich mir das nur ein, oder habt ihr gerade gegen Soldaten des Imperiums gekämpft? Naja. Keine Einbildung, General. Das waren Kommandotruppen des Imperiums. Imperiale Truppen uniformiert auf den unteren Ebenen von Coruscant und der Sicherheitsdienst der Republik weiß nichts davon? Unglaublich. Wir müssen mehr über diese Verbindung zwischen den Justikaren und dem Imperium wissen. Wenn sie unsere Feinde decken, haben sie bestimmt nützliche Informationen für uns. Sollte ich nicht Kardan finden? Wir müssen genau wissen, wo Kardan ist, bevor ihr ihn verfolgen könnt. Ein Grund mehr, die Zentrale der Justikare nach Informationen zu untersuchen. Die Überwachungssysteme zeigen, dass sich das Hauptcomputerterminal der Justikare in dieser Zentrale befindet. Findet die nötige Zugangskarte und aktiviert das Computerterminal. Meine Techniker können es dann hacken und alles aufdecken, was die Justikare und die Imperialen planen. Ich kümmere mich auf der Stelle darum. Gut. Gaza Ende. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich denke, das ist hier und nicht da irgendwo. Oh, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg wieder zurück hier. Oh, Scheiße. Kämpfen wahrscheinlich wieder gegen dieselben. Obwohl, nee, der steht hier nicht mehr, nee. Okay. Ah, jetzt machen sie alle Riesporn. So, sehr gut. Das läuft hier. Das macht richtig Laune mit dem... Frontkämpfer. Schon drauf rein, hier fallen hier auf die Scheiße. So, ich muss erstmal nachladen hier. Ich gehe in den nächsten Kampf rein und bin noch nicht mal voll an Munition. So, sind wir voll hier. Okay, dann können wir jetzt darüber gehen. Dann kicken wir mal, was uns da erwartet. Auf jeden Fall ein Robotnix. Hier. Sehr gut. Oh, wir haben auf jeden Fall schon mal eine Zugangskarte. Das ist ja schon mal positiv. So, muss ich jetzt rennen? Hier ist richtig. Mann, Omi, Alter. Da haben sie gut gelegt.
Das ist mal ärgerlich. Man will ja auch durchkommen. Man will vorankommen. Vor allem, wie lange das dauert, bis die denn da. Bist du schon fast vorbei? Hallo? Könntest du vielleicht mal. Sehr gut. Prinzipiell müssten wir hier ballern wie die Bekloppten, weil wir brauchen ja die Level. In meinen Schritt trittst, dann hau ich dir vor der Fresse. Im Gegensatz zu deinem dämlichen Weichschädel ist mein Schritt gepolstert. Oder schützt. Gute Arbeit, Lieutenant. Meine Techniker greifen gerade auf die Daten der Justikare zu. Patrouillenpläne, Vorratslisten, Häftlingsakten. Ah, Kardan, ihr... Ich denke, wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben, Lieutenant. Ihr habt ein neues Ziel. Sagt mir nur, wer und wo. Kardan ließ die Justikare mit dem Imperium zusammenarbeiten, damit sie ein verlassenes Kommunikationsrelais der Republik hacken und wieder aufbauen. Es ist unten in einem Industriegebiet namens Hüttenstadt. Anscheinend verwendeten Tavus und seine Anhänger dieses Relais zur Übertragung ihrer gesamten interplanetaren Kommunikation. Wenn wir es zerstören, sind die Verräter völlig voneinander abgeschnitten. Es ist bestimmt einfacher, die Verräter zu erledigen, wenn sie isoliert sind. Ich schicke Sergeant Martin. Er wird euch die Sprengladung bringen, mit der ihr das Relais zerstören müsst. Er wird sich bald mit euch treffen. Ich werde mich schnellstens mit Sergeant Martin treffen. Eine Sache noch. Kardan hat sich offenbar nicht mit den Imperialen zusammengeschlossen. Ich denke nicht, dass er so überzeugt von ihrer Vorherrschaft ist wie seine Schützlinge. Er bewacht sicher das Com-Relais. Tötet ihn, wenn ihr müsst, Lieutenant. Aber versucht zuerst, ihn friedlich zur Aufgabe zu überreden. Ich werde mein Bestes tun, General. Ja, tut das, Lieutenant. Kardan ist nur auf die Sicherheit der ehemaligen Chaos-Truppmitglieder bedacht. Er steht zwar nicht auf unserer Seite, aber auf der Seite des Imperiums ist er auch nicht. Überzeugt ihn davon, dass es nur in Tavus und der anderen Interesse sein kann, wenn er sich ergibt. So kann man ihn am besten umstimmen. Klingt nach einem guten Plan. Kardan könnte uns dabei helfen, alle von einer friedlichen Lösung zu überzeugen, indem sie aufgeben. Macht ihm das klar, sonst müssen wir sie alle töten. Und nun beeilt euch und trefft euch mit Sergeant Martin. Ihr werdet diese Sprengladungen benötigen, egal was mit Kardan passiert. Viel Glück. Gaza, Ende. Gut. Was sind denn das alles für Belohnungen hier, sag mal? Was sind denn das alles für Belohnungen hier? So, was ist das hier? Gefährtengeschenke. Handwerksmaterialien. So, warte mal. Ich mach mal. Haben wir hier noch? Ja. So, die Zertifikate, die werden ja dann verschabelt. Oh, wir kriegen jetzt schon bessere Zeugs. Nein, geht mal ein Crit weg. Das ist jetzt besser, weil ihn Angriffskraft... Naja, das kannst du vergessen. Ja, hier ist ein bisschen mehr Angriffskraft. Das können wir machen. Plus 1 Angriffskraft. Jo. Das ist auch gut. Hier. Hier ist auch nochmal Angriffskraft mehr. Aber das hier würde ich jetzt. Na, hier geht ja mein Crit weg. Ach, naja. Scheiß auf den Schnelligkeitswert. Gut. Ist hier eine Waffe mit bei?
Nichts. Keine einzige Waffe. Du kriegst nichts, was der Gefährte braucht. Nichts kriegst du von dem Scheiß. Hast aber einen Haufen grünen Rotz hier, weißt du, den du überhaupt nicht brauchst. Das kotzt mir aber am meisten an. So. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind hier. Hüttenstadtsektor. Da wollen wir doch hin. Da wollen wir doch hin. Ich hoffe, da ist irgendwo eine Luise, wo ich mal mein Zeugs verkaufen kann. So, wir sind jetzt da. Okay. Haben wir hier irgendwo einen ja, hier irgendwo um die Ecke? Maschinen und Wartungsbereiche wie diese halten den ganzen Planeten am Laufen. Ganz schön unglaublich. Melden Sie Ihre Beschwerden. Was ist das hier? Geringe Flotten? Und Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Keine Ahnung. Für die Raumjäger-Sache. So, okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen hier irgendwo um Deck. Ach. Wir müssen wieder nach oben. Wir müssen uns ja mit diesem Martin treffen. Der steht, glaube ich, hier vor, oder? Nee, wo ist denn der jetzt? Wo ist denn der? Da irgendwo? Okay. Hallo, Lieutenant. Sergeant Martin meldet sich mit Spielzeug zur Stelle. Dann zeigt mal, was ihr habt. Zuerst hätten wir da den Detonator. Eine 53R Hochleistungsthermitsprengladung von Cherka Arms. Nichts eröffnet schneller die Party. Oder beendet sie. Wie weit muss ich Abstand halten, wenn das Ding losgeht? Naja, so aufregend so ein Feuerwerk auch sein kann, ihr solltet trotzdem möglichst weit weg sein. Also, euer Ziel, das Comrelais, liegt in der Hüttenstadt, einem Industriegebiet in den unteren Ebenen von Coruscant. Da ist es gefährlich, Lieutenant. Nicht nur, dass ihr da bestimmt auf Imperiale trefft. Die abtrünnigen Diener-Druiden da unten zerquetschen jeden, den sie in ihre Metallklauen kriegen. Danke für die Warnung, Sergeant. Ich mach nur meine Arbeit, Lieutenant. Wenn ihr es bis zum Relais geschafft habt, platziert den Detonator an der Generator-Energiekupplung in der Mitte und verschwindet von dort, ehe er explodiert. Das wäre alles, Lieutenant. Ich werde euch nicht länger aufhalten. Viel Glück. Und es hat Boom gemacht. So, okay. Jetzt können wir wieder zurück. Sind wir nicht gerade Level 13 geworden? Ich bin ja jetzt schon wieder fast voll. Okay. Naja, gut, okay. Habe ich nichts dagegen, wenn wir so schnell leveln. So, gehen wir mal gucken. Dann machen wir das einfach so. So, so. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Oh, warte mal. Auf die Beine und in die Schlacht.
Sehr gut. Das war gerade mein Beweggrund. Ich weiß ja nicht, ob ich hier richtig bin. Ich versuch's einfach mal. So, wir müssen aber... Nee, wir müssen nach oben, wa? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Oder? Nee, warte mal. Geht's hier runter? Oh, Hilfe hier. Wo ist denn Jürgen? Jürgen? Jürgen! Jürgen! Er heilt mich auf jeden Fall. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Oh, hier ist eine Truhe. Mit Gefährten geschenken. Na, geil, wa? So eine Scheiße hier. Wieder keine Waffe dabei. Was ist das da? Irgendein roter Kristall. Handwerksmaterialien. Handwerksmaterialien, Freunde. Handwerksmaterialien. Das war aber knapp, du. Das ist ja... Huiuiui. Da habe ich ja den Wind in meinem Höschen gespürt. Wo sind wir lang? Da unten irgendwo. Das ging ab, du. Das ging ab. Guckt euch mal um hier, Freunde. So sieht's aus in der Hüttenstadt. Ist das Eisenhüttenstadt? Hier bei mir irgendwo in Brandenburg? Ich weiß ja nicht, wie weit das weg ist von mir. Eisenhüttenstadt. Klingt plausibel. So, hier kommen wir nie vorbei. Warum kommen wir hier nie vorbei? Das ist so scheiße. Vorbei. So. Der Brutzler von Wiesenhof. Sind wir hier noch richtig? Ich würde sagen, ja, wir sind hier irgendwie noch richtig. Warum muss hier nicht irgendwo mal... Geht ja mal weiter hier. Energieverteilung entdeckt. So, guck mal, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Soldatenphase. Judy. Gleich ist vorbei. Imperiale. Nichtskönner. Guck mal, hier unten. Ja, sieht doch cool aus. Oh, ernsthaft jetzt? So dicht war ich nie dran. Der Grund, warum man nie irgendwo stehen bleiben sollte. Naja, immerhin, ihr habt einen Bonus. Alles geplant. War alles geplant. Nicht dem Zufall überlassen. So. Freundchen, ich bin noch am Leben. Ihr lebt also noch. Ja. Ihr hättet euch wirklich verdrücken sollen, als ihr noch Gelegenheit dazu hattet. Nein. Jetzt stellt ihr für Tavus und meine Leute ein Risiko dar. Chaos-Trupp oder nicht, ich werde euch töten müssen. Man hat immer eine Wahl, Sir. Ich habe mich entschieden. Tavus, Geist, Tupfer, Schrauber, Lunte. Sie sind wie meine Kinder und ich verließ sie. Ich ging und habe sie sich selbst überlassen, nur um meinen Dickkopf durchzusetzen. Jetzt brauchen sie mich mehr denn je. Ich werde sie nicht im Stich lassen. Nie wieder. Wenn ihr euren Leuten helfen wollt, helft mir, sie lebend zu fassen zu kriegen. Damit Gaza sie dann alle exekutieren kann. Nie im Leben. Ich weiß, dass ihr mich verunsichern wollt, Soldat. Das wird nicht funktionieren. Ich will nichts als reden, Sir. Von Soldat zu Soldat. Was gibt's da zu reden? Unsere Ziele sind vollkommen entgegengesetzt. Ich will nur, dass meine Leute überleben. Euer Auftrag lautet, sie zu töten. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Soldat.
Ich habe mit euren Leuten gedient, Sir. Ich will sie nicht töten. Nun, ihr lasst euch tatsächlich Zeit damit, mich zu beseitigen. Das Relais ist bereits unbrauchbar. Selbst wenn wir euch ausschalten, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Gaza alles in einem Kilometer Umkreis zu Schlacke macht. Und mittlerweile weiß Gaza bestimmt, wo die Stützpunkte der Deserteure liegen. Sie sitzen in der Falle, völlig abgeschnitten voneinander. Entschuldigung, Sir, aber sollten wir nicht... Die Imperialen würden vielleicht helfen, aber nicht viel. Sie würden alle sterben lassen. Tavus und die anderen werden eurem Vorbild folgen. Wenn ihr friedlich mitkommt, tun sie es auch. Verdammt! Ich fasse es nicht, dass es so weit gekommen ist. Sir? Nun gut, Soldat. Ich mache mit, aber wenn ihr auch nur einen meiner Leute ein Haar krümmt, sterbt ihr noch am selben Tag. Verstanden? Ihr habt mein Wort, Kardan. Bringen wir es hinter uns, Soldat. Ich kann nicht zulassen, dass ihr lebend vom Feind verhaftet werdet, Kardan. Ach, ihr seid noch da? Die Operation ist vorbei, Leute. Aus. Fehlgeschlagen. Also verschwindet, solange eure Beine euch noch tragen. Ihr lasst mir keine Wahl, Sir. Die Waffen bereit machen, Männer. Ganz wie in alten Zeiten. Hier meine Waffe. Ich kapituliere und werde jetzt zum Senatsgebäude gehen, um mich zu ergeben. Bin gespannt, was Gaza als nächstes vorhat. Ich bin froh, dass ihr wieder auf unserer Seite seid. Ich habe nie gesagt, dass ich auf eurer Seite bin, Soldat. Ich tue das für meine Leute, nicht für eure Republik oder sonst wen. Ich gehe fest davon aus, dass wir uns wiedersehen. Ich bin froh, mit euch gekämpft zu haben, Sir. Ja, ich fand's auch nicht übel, endlich mal wieder etwas Bewegung zu haben. Wir sehen uns oben, Soldat. Schalten wir das Relais aus und geben Kardans Lieblingen was, worüber sie nachdenken können. Jorgen ist auch völliger Soldat. Aber er ist gut, er hat Ahnung. Sehr gut. Alles kaputt machen. So, Senatsgebäude. Wir werden zu Gaza zurück. Wie spät haben wir es? 33 Minuten. Ja, machen wir noch zu Ende. Ich denke mal, das ist so die letzte Folge hier auf dem Planeten. Keine Ahnung, wo ich hier sehen. Also ich würde jetzt, wenn jetzt kommt, dass wir hier ein Schiff kriegen, dann würde ich sagen, machen wir das noch. Also ich mache jetzt erstmal weiter. Okay? Ich denke, das hat keiner was dagegen, wenn mal die Folge ein bisschen länger läuft. Das Kopfgeldjäger-Let's Play kommt gut an bei euch. Also, laut Zahlen. Und laut Kommentare. Ich freue mich. Ja. Freue mich. Echt cool. Ihr seid echt Schnafte. Echt Dufte. So. Schrumpel-Omi. Ah, wen haben wir denn hier? Ich bin stolz auf euch, Lieutenant. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Naja. Ich tue nur meine Pflicht. Jack Kardan trat am helllichten Tag vor den Eingang des Senatsgebäudes und ergab sich. Dass ich das noch miterleben darf. Kardans Hilfe verschafft uns einen eindeutigen Vorteil gegenüber Tavus und den anderen. Gut, dass ihr ihn überzeugen konntet. Ist Kardan an einem sicheren Ort? Bald. Zuerst müssen wir sicher gehen, dass er keine Tricks versucht. Ich habe es nicht durch meine Risikofreude so weit gebracht. Die Dateien der Justicare enthielten Nachrichten, die zwischen vier Orten ausgetauscht wurden. Unsere Techniker arbeiten daran, diese Orte zu lokalisieren. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Nachrichten uns zu den anderen Verrätern führen werden. Dank euren Anstrengungen werden wir schon bald für Gerechtigkeit sorgen können. Wenn die so ein bisschen leiser ist manchmal, das liegt nicht an mir. Ich bin froh, dass unser Plan bislang gut funktioniert hat. Möglicherweise zu gut. Einer der Verräter hat bereits Schritte gegen uns unternommen. Der Geist. Erinnert ihr euch noch an Senator Krasul von eurem Senatstreffen?
Der Geist hat ihn direkt nach dem Treffen entführt. Wir haben sie zu einer entlegenen Raumstation namens Port Raga zurückverfolgt. Hat der Geist irgendwelche Forderungen gestellt? Was sind ihre Ziele? Unsere Informationen sind bislang dürftig. Es wurden noch keine Forderungen gestellt. Eines unserer Teams ist bereits nach Port Raga unterwegs. Sie untersuchen die Situation und liefern euch einen ausführlichen Bericht, sobald ihr dort seid. Ihr habt bereits Erstaunliches geleistet, Lieutenant. Aber noch ist keine Zeit für eine Pause. Was der Geist auch plant, sie darf keinen Erfolg haben. Verstanden? Ich werde nicht ruhen, bis der Auftrag erledigt ist. Ich weiß, Lieutenant, dass ihr das tun werdet. Für größtmögliche Flexibilität benötigt der Chaos-Trupp ein eigenes Raumschiff. Es wurde bereits unter euer Kommando gestellt. Ihr findet es am Raumhafen. Vielen Dank. Setzt es weise ein, Lieutenant. Fliegt sofort nach Port Raga und trefft euch mit dem Aufklärungstrupp. Eure Befehle lauten, Senator Krasul zu retten und den Geist um jeden Preis gefangen zu nehmen. Oder zu eliminieren. Viel Glück, Lieutenant. Wegtreten. Verschwinden wir hier und erledigen ein paar Verräter. Der ist hungrig, der ist hungrig. So, wir haben hier die Thunderclap. So, ich mache aber an der Stelle Schluss. Da war ja jetzt das nächste Port Raga. Ja. Machen wir dann in der nächsten Folge. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif. Und bis dahin, tschüss.